Jan Laik, 37, rastet aus. Der ehemalige Berlin-Tag-Nacht-Darsteller war bei der diesjährigen Ausgabe von Kampf der Reality Stars mit von der Partie und kämpfte um den Sieg. Nach 5 Folgen war für ihn jedoch schon wieder Schluss und er musste die Heimreise antreten. Vor seinem Exit kam es zu einem Eklat, in welchem er die Jacke C-Twins 25 beleidigte. Doch damit nicht genug. Im Netz schoss Jan heftig gegen die Kampf der Reality-Stars-Produktion. In seiner Instagram-Story erhob der Reality-TV-Darsteller nun heftige Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter des Senders und nannte diese sogar namentlich. Die Producer hätten in Folge 5 Einzelgespräche mit dem Cast geführt und verfolgten dabei ein bestimmtes Ziel, wie Jan zu wissen meint. Diese Gespräche dienten ausschließlich dazu, Entscheidungen zu beeinflussen und Rauswürfe zu manipulieren, hieß es in seinem Statement. Das sei laut dem 37-Jährigen einfach nur unfair gewesen und habe nichts mit Menschlichkeit zu tun. Der Sender nahm die Aussagen von Jan jedoch eher sarkastisch und konterte direkt. Das wahre Opfer ist hier natürlich Jan. Das bestätigen zahlreiche Experten, wie zum Beispiel Jan, aber auch Jan, und natürlich Jan. So wie Jan, hieß es in einem Statement auf Twitter.